Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt schön sportlich fair in den Kommentaren. Wie ich gesagt habe, ich habe in letzter Zeit etwas mehr Uni-Stress und dementsprechend werden die Prognosen vielleicht bis zum Winter etwas kürzer, also bis zur Winterpause. Nehmt mir das nicht krumm, ich versuche so viel wie möglich, aber heute sind es dann eben nur knapp 25 Minuten. Fertig mit dem Gelaber, los geht's mit Schalke gegen Union. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Am Freitagabend trafen zwei Teams aufeinander, die aktuell auf Wolke 7 schweben können. Der FC Schalke 04, jüngst 2:1 erfolgreich in Bremen gewesen. Union Berlin schlug den Tabellenführer aus Mönchengladbach. Die Königsblauen aber mit der besseren Anfangsphase. Jonjo Kenny mit der Flanke und Marc Uth setzt dann am besten nach. Erst mit dem Ball an den Pfosten. Im zweiten Versuch trifft er dann nur das Außennetz. Die Führung wäre nicht unverdient gewesen. Dann brauchte die Partie etwas, um wieder in Fahrt zu kommen. Ingwatsen, guter Ball zu Sebastian Andersson. Und der ist absolut in Topform. 39. Minute, das 1:0 für die Gäste. Das kam so ziemlich aus dem Nichts. Aber Schalke davon etwas irritiert und vor dem Seitenwechsel nochmal die Eisernen. Felix Groß zu Anthony Uja, der legt nochmal ab zu Sebastian Andersson. Doppelpack vor dem Seitenwechsel und jetzt eine ganz, ganz große Aufgabe für den FC Schalke 04 im zweiten Abschnitt. Der erste FC Union schlug eiskalt zu und brachte sich so in Führung. Klar war Schalke jetzt unter Druck und sie machten ihre Rolle dann aber erstmal ganz gut. Marc Uth zieht in den Strafraum ein, versucht da in den kurzen Winkel zu spielen. Doch Giekiewicz ist aufmerksam. Knappe Stunde war hier von der Uhr. Jetzt der Anschluss und es wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Aber der Fokus lag jetzt erstmal zumindest einen Punkt hier zu sichern. Die Zeit lief davon. Viertelstunde, nicht mal mehr auf der Uhr. Marc Uth hat die Übersicht. Serdar zu Harit. Amine Harit legt sich den Ball fast etwas zu weit vor, aber bleibt dann trotzdem eiskalt. Schlägt zu. Der Anschlusstreffer dann doch da. Aber sie konnten sich davon nicht mehr viel kaufen. Union Berlin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Nicht mal ansatzweise. Sie spielten selber noch nach vorne, hielten die Schalker vom eigenen Strafraum fest. Groß nochmal verpasst hier die vorzeitige Entscheidung. Nübel hält, aber mehr als das 1:2 war unter dem Strich nicht drin. Die Königsblauen verlieren zum Auftakt des 13. Spieltags gegen die Mannschaft der Stunde. Das Gute für Hoffenheim ist, sie können nach der 1:5 Klatsche zu Hause am letzten Wochenende gegen Mainz gleich wieder Gutmachung betreiben. Denn Fortuna Düsseldorf kommt in die Pre-Zero Arena. Sinsheim mit dem besseren Beginn. Katastrophaler Fehler. Und Sebastian Rudi kann es fast ausnutzen. Doch Steffen ist noch gerade so auf der Hut. Kratzt den Ball daraus, lenkt ihn ans Außennetz. Aber Hoffenheim war hier klar spielüberlegen. Die richtigen Worte nach der Klatsche wurden wohl gefunden. 5 Minuten bis zum Seitenwechsel. Sebastian Rudi macht das stark. Das hat man lange nicht so von ihm gesehen. Und dann schlägt Elas Bebu zu. Steht am zweiten Pfosten völlig blank. Hält den Kopf hin und trifft gegen seine Ex-Kollegen. Vor dem Seitenwechsel nochmal eine Chance und Pavel Kaderabek schlägt zu. 2:0, zweite Minute der Nachspielzeit. Und Kaderabek, der ein so unglückliches Eigentor gegen Mainz erzielte, bringt hier seine Mannen auf Kurs. Weiterhin von der Funkelelf kaum etwas zu sehen. Hoffenheim machte das richtig gut. Robertsko wird hier nicht angegriffen. Und er erzielt in der 64. Minute die Entscheidung. Düsseldorf wirklich nicht gut drin. Nach dem 0:4 gegen Bayern drohte hier die nächste Packung. Florian Grillitsch und Sebastian Rudi auf der Außenbahn. Sie wollten noch einen drauflegen.
Adams verliert den Ball an Kramaric, Grilic zu Lokardia. Ayhan hatte diesmal den Fuß dazwischen. Vermeidet Schlimmeres. Am Ende des Tages steht ein deutliches 3:0, das auch in der Höhe so absolut in Ordnung geht. Hertha BSC steckt aktuell in einer richtig tiefen Krise, aber Borussia Dortmund kann davon nur ein Lied singen. Das 3:3 gegen Paderborn am vergangenen Wochenende indiskutabel. Nun wieder so ein krasser Fehlpass und der führt zu dieser Chance. Jelbre zu Selke, der trifft den Außenpfosten. Bürki hat Glück, dass er ihn dann nicht noch ins Tor lenkt. Das hätte es schon sein können. Viel von den Schwarz-Gelben bis dato nicht zu sehen. Die anschließende Aktion. Niklas Stark mit diesem katastrophalen Ball. Julian Brandt. Hazard hat die Übersicht. Jadon Sancho schlägt zu. 33. Minute. Die erste wirklich konstruktive Aktion nach vorne. Bringt den Treffer. Smash im Tor. Ohne eine Chance. Jahrstein gesperrt. Vor dem Seitenwechsel. Eine gute Einzelaktion von Marco Reus. In der dritten Minute der Nachspielzeit. Erzielt das 2:0. Da fällt erstmal Ballast ab. Bei der Gastmannschaft für Hertha wird es immer enger im Abstiegskampf. Dagegen müssen sie vorgehen. Zweiter Durchgang sah dann besser aus bei Blau-Weiß. Grujic zu Darida, der steht nicht im Abseits. Zumindest mal ein Abschluss. Wirklich problematisch wird es hier für Roman Bürki jedoch nicht. Wir bewegen uns so langsam in die Schlussphase. Hertha wollte den Anschluss erzielen und bis jetzt wäre er auch tatsächlich verdient gewesen. Einzig und allein, er wollte nicht fallen. Luke Bakio, Grujic und Selke gegen den überragenden Bürki. In dieser Szene wirklich stark. Reißt die Hände hoch. Und hält die Zwei-Tore-Führung fest, denn die war auch notwendig. Darida nochmal. Das war jetzt schwach gespielt, trotzdem nochmal die Chance. Selke legt zurück und Bürki, der Mann des Tages, zumindest des zweiten Durchgangs, der den Sieg für Dortmund festhält, der in Betracht der zweiten Halbzeit vor allem doch etwas schmeichelhaft daherkommt. Markus Gisdol und sein Debüt, das hat nicht so richtig funktionieren wollen gegen Leipzig, aber auch nicht unbedingt die einfachste Übung gegen die Augsburger, sollte es nun aber dann zu einem ersten Dreier reichen. Stattdessen gab es aber eine richtig gute Vorführung der Fuggerstädter. Timo Horn wird hier nach 13 Minuten das erstmal so richtig geprüft, aber der beste Mann im ersten Durchgang bei den Geißböcken hieß eben Timo Horn. Und Augsburg, die setzten gut nach. Cordova, Sergio Cordova. Ein eigener Einwurf fliegt dem ersten FC um die Ohren. Cordova schlägt zu. Mit dem 4:0 gegen die Hertha im Rücken waren die Gäste hier auch richtig gut aufgelegt. Für Gisdol wird spätestens jetzt klar, wie groß die Herausforderung ist. 50. Minute, Max mit dem Flankenball, perfekt getreten. Florian Niederlechner mit dem 2:0. Es wurde unruhig hier im Rhein-Energie-Stadion. Der 1. FC Köln hatte bis dahin kaum etwas zu melden. Dann gelobten sie aber Besserung. Mit etwas Glück die Möglichkeit hier zum Anschluss. Luis Schaub, Kainz und Höger, der aber an Kubek scheitert nach einer knappen Stunde. Doch der FC Augsburg lieferte nun auch in der Defensive stabile Arbeit ab. Doch Köln kam, Isibui mit der Flanke, Kubek unsicher und Anthony Modest, der den Ball aber suboptimal trifft. Keine Herausforderung für Kubek darstellt. Und somit die nächste Niederlage für Köln. Gisdol startet also mit zwei Pleiten in seine neue Aufgabe. Das ist mal eine dicke Hypothek. Der SC Paderborn holte in Dortmund einen Punkt, aber
fühlten sich am Ende dennoch wie die Verlierer. 3:0 führten sie nach 45 Minuten. Gegen Leipzig wurde die Aufgabe nicht einfacher. Nkunku scheitert zum ersten an Zingerle, setzt aber als schnellster nach. Und nach gerade mal 6 Minuten der nächste Treffer für die Leipziger Bullen, die richtig gut drauf sind. Gegen wehrlose Kölner gewannen sie ja mit 4:1, feuerten da ein Offensivfeuerwerk ab. Es drohte hier Ähnliches für den Sportclub Forsberg. Zu Konrad Leimer nach 11 Minuten schon stand es 2:0 für die Elf von Julian Nagelsmann. Der SC Paderborn fand hier überhaupt nicht rein und somit folgerichtig dieses Resultat. Nun konnten sie aber etwas Halt finden, bekam dann selber mal eine Chance, die von Ampadu aber bereinigt werden konnte. Strelli Mamba mit dem Abschluss. Leipzig ja mit Defensivproblemen, Upamecano, Orban, Konaté. Die defensiven Lücken werden größer, aber das konnten sie wettmachen. Vor allem in der Offensive waren sie wieder äußerst effektiv. Etwas über eine Stunde gespielt. Sabiri schickt Strelli Mamba auf die Reise. Der trifft den Pfosten und zwar in doppelter Manier. Erst aus eigenen Stücken, dann hat er Pech, dass Ampadu nachsetzt, die Fußspitze noch ranbekommt. Leipzig nicht mehr so spielfreudig nun im zweiten Durchgang. Trotzdem bekam sie dann diese Chance zur Entscheidung und in Person von Emil Forsberg wurde diese dann auch genutzt. Kurz angenommen, dann drauf gewuchtet, Zingerle komplett chancenlos. Der SC Paderborn kämpfte aber leidenschaftlich. Jasula, ein genialer Ball auf Kai Pröger, der geht alleine auf Gulaschi zu. Und zumindest der Ehrentreffer war da. 85. Minute, das 1:3 geht auch unter dem Strich in Ordnung. 3:0 wäre zu heftig gewesen. Davon können sie sich nichts kaufen. Paderborn verliert verdient mit 1:3 gegen RB. Der FC Bayern München ist aktuell richtig ins Rollen gekommen. Bei Bayer 04 Leverkusen will es noch nicht so laufen. Ein Chancenwucher exorbitantem Ausmaße gegen Freiburg folgte nur ein 1:1 und somit auch die Bosch Elf hier eben unter Druck. Die erste Chance gehörte den Bayern. 5. Minute, Robert Lewandowski, der gegen Düsseldorf zur Abwechslung mal nicht treffen konnte, testet hier den Finnen im Kasten von Bayer 04. Der leistet hier gute Arbeit. Doch der Druck wurde nicht runtergeschraubt, sondern weiter erhöht. Leverkusen konnte sich selten mal befreien. Corentin Tolisso zu Thomas Müller, dann wieder zu Tolisso. Und nach 23 Minuten stand es 1:0. Die verdiente Führung für die Gastgeber, die mit Leverkusen Katz und Maus spielten. Nun endlich mal die Gäste, die über Volland nach außen kamen. Lars Bender auf der rechten Verteidigungsposition. Weiser ja schwer verletzt, fällt die komplette Hinrunde aus. Und dieser Lars Bender findet in der Mitte Kevin Volland, der hier an Manuel Neuer aber kein Vorbeikommen findet. Starke Parade des Münchner Schlussmanns. Halbe Stunde gespielt, ein super Solo über die linke Seite. Robert Lewandowski komplett frei. Und so liegt man dann 2:0 zurück in der Allianz Arena. Nach 45 Minuten war die Luft gefühlt zumindest hier schon raus. Und diese Befürchtung aus Leverkusener Sicht bestätigte sich dann auch, denn die Bayern nahmen keinen Fuß vorm Gaspedal, sondern drückten nochmal fester drauf. 50 Minuten knapp von der Uhr, Müller mit dem Kopfball. Kein Problem für Radetzky. Die Luft zum Atmen aber bekam Leverkusen nicht. Wir springen schon in die Schlussphase. Guter Ball von Lewandowski auf die Außenbahn. Da ist Serge Gnabry, der zieht in den Strafraum ein, hat dann die Übersicht. Vergebens versucht er den Ball in die Mitte zu spielen, doch symptomatisch, die Bayern bleiben dran, bekommen die Chance, Kimmich zu Robert Lewandowski, Radetzky nochmal. 90. Minute, souverän von Bayern runtergespielt und somit gewinnen sie, völlig verdient mit 2:0, Leverkusen
wirkte heute nicht so ganz auf der Höhe. Borussia Mönchengladbach musste einen Rückschlag als Tabellenführer hinnehmen. Sie verloren mit 2:0 gegen den 1. FC Union Berlin. Gegen den SC Freiburg wollten sie nun den Dreier zu Hause zumindest einfahren. Zakaria und Neuhaus mit dem 1:0. Der perfekte Start für die Fohlenelf war auf jeden Fall schon mal geschafft. 7. Minute, gut und einfach gespielt. Nichts mehr zu halten für Marc Flecken. Doch der SC Freiburg natürlich nicht aus der Ruhe von so einer Aktion. Der Ball in die Mitte, unübersichtliche Situation, aber es gab Strafstoß. Wendt mit dem Oberarm dran, harte, aber wohl doch vertretbare Entscheidung. Nils Petersen mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Und in der 13. Minute wurde diese dann auch genutzt. Sommer entscheidet sich für die falsche Ecke. Somit dann nichts mehr zu halten. Kurz vor dem Seitenwechsel gab es aber die Chance, wieder in Führung zu gehen für Gladbach. Doch da hatte Flecken etwas dagegen. Super Parade gegen Dennis Zakaria. Da reißt er rechtzeitig die Arme hoch. Klärt zum Eckstoß. Aus diesem resultierte dann nichts. Gladbach tendenziell etwas besser. Doch das 1:1 ging so auch in Ordnung. Zweiter Durchgang. Gladbach wollte unbedingt gewinnen, um an Platz 1 aus eigener Kraft auch zu bleiben. Hier hatten sie dann die Chance durch Patrick Herrmann und sie nutzten diese Chance. 63. Minute. Unten rechts passt der Ball für Flecken. Gibt es diesmal nichts zu halten. Freiburg tat sich schwer gegen Gladbach. Chancen zu kreieren, weil es die Gastgeber auch gut machten. Leiner diesmal überspielt Petersen mit dem Ball in den Rückraum. Haberer verliert ihn aber an Dennis Zakaria. Etwas sinnbildlich für diese Partie. Wir springen schon in die Schlussphase, denn viel war wirklich im zweiten Durchgang nicht los. Oskar Wendt legt sich den Ball zurecht. 88. Spielminute. Keine schlechte Freistoßposition. Marc Flecken macht sich bereit. Die Chance zur Entscheidung. Knapp 32 Meter Torentfernung. Oskar Wendt trifft ihn nicht schlecht, doch visiert zu zentral an. Es sollte nichts mehr machen. Gladbach bringt diese Führung nicht unverdient über die Zeit, wenngleich Freiburg tapfer bis zum Ende kämpfte. Der VfL Wolfsburg hat die Negativserie zunächst überwinden können. Gegen Frankfurt gewannen sie mit 2:0. Bei Werder Bremen hingegen brennt der Baum und zwar so richtig. Man muss endlich mal wieder Punkte einfahren, sonst ist man tief im Abstiegsstrudel drin. Die erste Chance gehörte hier Wout Weghorst. Der Niederländer köpft aber etwas zu hoch. Glück in der Szene für Bremen. Das ist ein Ding, den macht Wout Weghorst normalerweise mit verbundenen Augen. Der SV Werder Bremen aber spielfreudig nach vorne. Eggestein, genialer Pass zu Rashica, kein Abseits. Und nach 11 Minuten gehen die Bremer in Führung. Castells kommt etwas zu zaghaft raus, kann es dann nicht mehr verhindern. Und es ging schlecht weiter. Klaasen liegt nochmal raus. Eggestein, super Parade von Castells, ne? Tolle Phase aber auch von Werder Bremen aktuell. Von dieser Negativserie war nicht mehr viel zu spüren. Keine halbe Stunde gespielt. Werder Bremen, die bessere Mannschaft. Yuya Osako kann da lange mit dem Ball spazieren. Nilot Rashica ganz frech ins kurze Eck. 28 Minuten von der Uhr. Und das 2:0 gegen einen unglücklich wirkenden Castells in dieser Szene. So ging es dann auch in die Pause. Große Aufgabe nun für den VfL, zumal Bremen nicht die Anzeichen machte, irgendwie nachzugeben. Bargfrede, Augustinsson, der linke Verteidiger. Wichtig, dass der wieder dabei ist nach langer Verletzungspause. Muss ich auch erstmal wieder reinfinden, das wäre jetzt
sicherlich eine Geschichte gewesen. Doch knapp zieht er den vorbei. Stunde gespielt, der VfL wirkte etwas neben der Spur. Milot Rashica, schöner Ball zu Theodor Gebrselassie. Das macht er richtig stark. Der Abschluss dann etwas unglücklich. Ein ungefährlicher Aufsetzer. Doch der VfL Wolfsburg kam nicht mehr rein in diesen Abend am Sonntag. Bremen hatte die Chance zum 3:0. Eggestein legt in die Mitte. Rashica. Doch der Dreierpack war ihm nicht vergönnt. 75. Minute. Castells legte eine gute Leistung an den Tag, aber es sollte nichts helfen. Werder Bremen überwindet zumindest ergebnistechnisch erstmal diese krasse Talfahrt, gewinnt mit 2:0, etwas überraschend, aber nicht unverdient beim VfL Wolfsburg. Der erste FSV Mainz 05 hat den Trainereffekt bestens mitgenommen. 5:1 bei Hoffenheim, das in Unterzahl über 45 Minuten. Dickes Ausrufezeichen in Richtung der Abstiegskonkurrenz. Aber hier starteten sie schlecht rein, denn Bastos legt rüber zu Kostic. Erst noch eine kleine Abstimmungsschwierigkeit, doch sie lösen es überragend. Mainz fand hier schwer rein in den Montagabend, bekam dann aber auch die erste Möglichkeit. Pierre Kunde, guter Ball zu Onisivo gespielt. Doch Renault passt auf nach überwundener Krankheit wieder mit von der Partie. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel, starkes Solo über die rechte Seite von Erik Durm. Da kommt die Flanke und Bastos lässt sich das nicht zweimal sagen. Ist mit dem Kopf zur Stelle, bringt den stark rein, schlägt perfekt am zweiten Pfosten ein. Mainz aber spielerisch durchaus mit auf der Höhe. Levin Öztunali will hier abschließen, legt sich den Ball auf links, wird dann von Dicker komplett unnötig abgeräumt. Klare Sache, Elfmeter, keine weiteren Diskussionen. Und die Chance für Jean-Paul Boetius, die Mainzer vor dem Seitenwechsel wieder ranzubringen, und der machte das. 45. Minute, das 1:2. Wieder alles offen für den zweiten Abschnitt. Die Offensivstärke haben sie ja am letzten Sonntag in Sinsheim unter Beweis gestellt. Schwacher Ball jetzt aber von Kunde nach vorne. Frankfurt fängt den ab. Erik Durm und Gibril Zou hier im Zusammenspiel. Dominik Kor, Gacinovic steckt durch zu Paciencia. 1:3. So möchte man nicht in eine zweite Halbzeit starten, wenn man der erste FSV Mainz 05 ist. Doch statt der Vorentscheidung kam Mainz wieder. Danny Lazar, Boetius. Renault pariert. 20 Minuten vor dem Ende. Die Zeit wurde knapper für Mainz. An so einem Keeper kann man dann aber auch mal verzweifeln. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Mit links zum Tor hingespielt. Danny Lazar kommt mit dem Kopf dran. Robin Quaison gibt ihm die entscheidende Richtung. Und Mainz war doch wieder mit von der Partie. Frankfurt aber stellte sich nicht hinten rein. Wollte nicht das 3:2 verteidigen, sondern das 4:2 erzielen. Sie liefen dann in diesen Konter und Levin Öztunali schlägt zu. Bestraft das, dass Frankfurt so offen steht. 81. Minute, das 3:3. Und das war nicht unverdient. Offenes Visier, es ging jetzt in beide Richtungen. Frankfurt, Kostic mit dem Flankenball. Dann Gibril Zou und Robin Zentner mit einer Megaparade. Nachspielzeit, langer Ball von Dominik Kor und Kostic. Der war unermüdlich an diesem Montagabend. Philipp Kostic zieht in den Strafraum ein. Vor Robin Zentner behält er dann die Nerven und die Übersicht und schlägt zum 4:3 zu. Was für ein Finale. Die Mainzer mussten nun natürlich getröstet werden. Ein 3:3 wäre leistungsgerecht gewesen, aber Philipp Kostic entscheidet diese Partie, dieses Derby mit 4:3 für Frankfurt.
Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns in der nächsten Prognose. Bis dahin und adios.